Nächster Redner, Herr Abgeordneter Hannes Amesbauer. Hannes Amesbauer, Sprecher für innere Sicherheit der Freiheitlichen Vertragsbedienstete des Landes Steiermark. Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, geschätzte Damen und Herren. Ja, die heutigen Beschlüsse sind gut für das Vertrauen der Bevölkerung in den Nachrichtendienst. Es ist ein guter Tag für die öffentliche Sicherheit. Und meine Damen und Herren, die dringend notwendige BVT-Reform, um das ein bisschen klarzustellen, das ist nicht eine Folge des Terroranschlages, wie das medial jetzt in den letzten Tagen oft dargestellt wurde. Das ist ein längerer Prozess, der wurde in Wahrheit schon unter Herbert Kickl in seiner Zeit als Innenminister angestoßen. Bejan hat das weitergeführt, Nehammer hat das aufgegriffen. Und ich muss dazu sagen, die Gründe, die Reform notwendig gemacht haben, sind vielfältig. Ja. Dass das Problem mit den Informationsabflüssen aus dem BVD, dubiose Kontakte zu Wirecard, Masalek und so weiter, immer wieder den Versuch der politischen Einflussnahme, parteiische Postenbesetzungen und einige Probleme mehr, die auch im Bericht des Berner Clubs gut nachlesbar sind. Meine Damen und Herren, es geht aber jetzt nicht darum, wieder mal zum x-ten Mal zu diskutieren, wer trägt jetzt die Schuld genau an was. Das haben wir schon gemacht und ich denke, was die Vergangenheit betrifft, da haben wir andere Versionen dieser Geschichte, das wird sich auch nicht ändern. Aber wir schauen jetzt in die Zukunft und wir bauen jetzt gemeinsam diesen Verfassungsschutz für die Zukunft neu auf. Und das Hauptproblem war eben auch der Vertrauensverlust der internationalen Partnerdienste, aber auch der Bevölkerung. Und gerade im sensiblen Bereich der Nachrichtendienste ist Vertrauen eine der wichtigsten Währungen überhaupt. Ich möchte auch gleich zu Beginn mit Dankesworten nicht sparen, und das gilt jetzt für alle Fraktionen, die hier beteiligt waren. Wir haben wirklich zu fünft gut zusammengearbeitet. Es war am Anfang ein bisschen schleppend, aber nachdem die Regierungsvorlage am Tisch gelegen ist und wir den Termin gehabt im BMI, und da hat es das Angebot gegeben der Regierungsfraktionen zur Zusammenarbeit und während des Begutachtungsverfahrens und auch darüber hinaus Vorschläge einzubringen, zu diskutieren und auch anzunehmen. Ich war ein bisschen skeptisch natürlich, aber es hat sich dann recht schnell herausgestellt, dass das gut funktioniert hat. Also wir haben sowohl unter den Oppositionsparteien, insbesondere mit dem Kollegen Einwallner, aber auch mit der Kollegin CRISPR sehr gut zusammengearbeitet, aber auch bei den Regierungsparteien. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken beim Kollegen Bürstmeier für die guten Gespräche, aber vor allem auch bei dir, lieber Karl Mara. Und das stimmt, was der Reinhold gesagt hat, du warst wirklich hartnäckig. Wir haben oft telefoniert, oft hier auch gesprochen. Und man hat gemerkt, es ist dir ein Anliegen, dass wir hier Einigkeit zusammen bekommen. Und es war auch uns wichtig. Also wir haben von Beginn an gesagt, wir schalten jetzt nicht auf Frontalopposition. Wir schlucken natürlich nicht alles. Aber im Sinne der staatspolitischen Verantwortung, die man als Abgeordneter nun mal hat, egal ob Regierungspartei oder Oppositionspartei, ist es uns wichtig, zu einer guten Lösung zu kommen. Und ich denke, das ist uns gelungen. Und ich möchte auch ausdrücklich, so wie es der Kollege Einwallner gemacht hat, mich bei den Referenten bedanken, die ja die Knochenarbeit gemacht haben. In unserem Fall war das der Bernhard Rochowanski, der hier wirklich großartige und wertvolle Arbeit geleistet hat. Und auch, Herr Innenminister, bei Ihnen stellvertretend für die Spitzenbeamten Ihres Ressorts, die uns wirklich Rede und Antwort gestanden sind, in einer Qualität und in einer Form, wie sie es ja nicht müssen hätten. Also die waren wirklich immer offen für unsere Anliegen und haben uns mehrfach bis ins kleinste Detail alle Reformschritte erklärt. Meine Damen und Herren, kurz noch zum Inhalt. Ich will das nicht alles wiederholen. Die Neuaufstellung des BVD jetzt unter dem Namen Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst, kurz DSN, wird ein bisschen dauern, bis wir das Kürzel alle intus haben, mit dem Terminus Verfassungsschutz als Überbegriff, war uns auch wichtig, dass im Vergleich zur ersten Version der Regierungsvorlage es gelungen ist, diese Trennung noch stärker herauszuarbeiten. Das ist ganz wichtig und das ist auch für die Zuseherinnen und Zuseher vielleicht wichtig zu erklären. Die Personen, die dann im Nachrichtendienst arbeiten, sind dann keine Polizisten mehr. Und das ist auch wichtig, weil du gibst Interessenskonflikte immer. Und das war in Wahrheit auch ein bisschen der Geburtsfehler des alten BVD, dass die Aufgaben Nachrichtendienst und die polizeilichen Aufgaben so eng verknüpft waren. Also das ist eine wichtige Geschichte. Es gibt den aus meiner Sicht ernst gemeinten Versuch einer
Entpolitisierung der Führung. Als gelernter Österreicher weiß man natürlich, dass das niemals völlig geben wird. In Österreich muss es auch nicht geben. Also es kann nicht sein, wenn man irgendwann mal politisch tätig ist, dass man überhaupt nichts mehr werden darf in einer Spitzenposition. Aber es gibt eine Abkühlphase und es gibt den ernst gemeinten Versuch, die Führungspositionen zu entpolitisieren. Es gibt eine Verschärfung der Nebenbeschäftigungsregelungen. Das war uns als Freiheitliche Partei besonders wichtig, auch was die Erfahrungen der Vergangenheit gezeigt haben. Es gibt eine stark verbesserte interne Kontrolle der Tätigkeit des Verfassungsschutzes durch eine verpflichtende Einführung von entsprechenden Qualitätssicherungssystemen. Es gibt die Einführung von Fallkonferenzen für den Aufgabenbereich Staatsschutz nach dem Vorbild der sicherheitspolizeilichen Fallkonferenzen. Also, da geht es im Wesentlichen darum, dass Maßnahmen und Informationen verschiedener Akteure zur Vorbeugung verfassungsgefährdender Angriffe möglichst effizient aufeinander abgestimmt werden, ist ja auch eine Lehre aus den Vorkommnissen im Vorfeld des Terroranschlages, dass Informationen, die da sind, auch dementsprechend verwertet werden. Es gibt eine massive Stärkung im Nachrichtendienst, was die Bereiche Analyse und Informationsgewinnung betrifft. Und jetzt kommen wir zum für uns entscheidenden Punkt zur Zustimmung. Das ist der Ausbau der parlamentarischen Kontrolle. Es gibt einerseits jetzt neu die Berichtspflicht des Bundesministers gegenüber dem Parlament, konkret gegenüber dem ständigen Unterausschuss des Innenausschusses, dem sogenannten Geheimdienstausschuss. Das war ja bisher nicht der Fall. Da haben wir immer mühsam dem Minister die Dinge aus der Nase ziehen müssen. Und jetzt gibt es eben die Berichtspflicht, insbesondere über wesentliche Änderungen von Lagebildern, die innere Sicherheit betreffen. Es gibt die Schaffung dieser jetzt schon mehrfach angesprochenen unabhängigen und weisungsfreien Kontrollkommission zur Kontrolle der Tätigkeit des gesamten Verfassungsschutzes. Und die Mitglieder dieser Kontrollkommission werden hier im Haus mit 2/3 Mehrheit gewählt. Das ist auch eine Verfassungsbestimmung. Das heißt, eine künftige Regierung kann das nicht einfach gesetzlich zu ihren Gunsten ändern. Und was die Geschäftsordnung betrifft, und das ist aus meiner Sicht wirklich ein großer Wurf, der uns hier gemeinsam gelungen ist, dass eben dieses Minderheitenrecht verwirklicht wird. Das heißt also, wir Freiheitlichen könnten sowohl mit der SPÖ als auch mit den NEOS diese Kontrollkommission damit beauftragen, gewisse Sachverhalte auch zu prüfen. Ja, ein bisschen schade, dass die NEOS nicht dabei sind, muss aber sagen, die NEOS haben wertvolle Inputs geliefert, vor allem unser ursprünglicher gemeinsamer Oppositionsantrag zur Geschäftsordnung, und mehr kann man immer haben. Ja. Aber es ist klar, in einer Verhandlung bekommt man niemals 120%, in Wahrheit auch nicht 100%, aber man muss schauen, dass man möglichst viel auch herausverhandelt, und ich denke, das ist gelungen. Und gerade das, um was es den NEOS geht, nämlich um die Kontrolle während laufender Ermittlungsverfahren, das ist ein sehr heikles Thema, und da bin ich auch skeptisch. Ich bin der Meinung, wir hier sind Abgeordnete und keine Ermittler, und deshalb ist es grundsätzlich einmal so in Ordnung. Für mich ist die parlamentarische Kontrolle wirklich ein Meilenstein in diesem ganzen Komplex jetzt. Und wir haben, das darf man nicht vergessen, auch die Evaluierung nach spätestens 5 Jahren neben der Qualitätssicherung. Das heißt, es ist ja ein laufender Prozess, und es wird sicher da oder dort Verbesserungsbedarf erkannt werden, und das kann dann auch... Ist aber insbesondere auch wichtig für das Vertrauen der internationalen Partnerdienste und das Vertrauen der Bürger in jene Behörde, die für die öffentliche Sicherheit dieses Landes zuständig ist und einen großen Beitrag leistet für die innere Sicherheit dieses Landes. Danke, alle Beteiligten.